Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part und einer neuen Spielsession in Let's Play Deus Ex The Fall. Die letzten Parts, die sind ein bisschen her. Es liegt daran, dass ich hatte kein Internet gehabt. Wow, hey, Kollege. Ja, ich hatte kein Internet gehabt und deswegen konnte ich nicht aufnehmen und auch keine Parts hochladen. Oh, was ist da denn? Ach, ein Unsichtbarer wieder. Und deswegen... Au! Oh! Ah! Alter, ich bin fast tot. Ah! Oh. Ah! Oh. Schmerz. Ja, deswegen willkommen zurück. Und ab heute geht es hoffentlich weiter. Hör mal auf, meine Kanone zu werfen. Warte mal, ich hab hier... Komm, hier. Warte, hier muss einer sein. Hier muss einer sein. Genau der. So, Leute. Ich hasse unsichtbare Gegner. Wollte ich an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Wird die Items jetzt eingesammelt von dem? Ah. Au, au, ah! Komm, meine Dinger, jetzt geht's, ey. Ja, ist der unsichtbare Gegner. Natürlich ein schöner Import, ein schöner Port in diesem Spiel. Was natürlich die ganzen Buglegs und so erklären. Ich wiederhole es immer wieder, aber ihr wisst es mittlerweile hoffentlich. So, Au, komm her, du Frübel. Oh, komm her, komm her, komm, komm. Oh. Hui, ich bin Level Up. Digga, dich habe ich zerlegt. Oh, ich habe kaum noch Leben, ey. So, wie ist doch alle Items eingesackt? Ah, ich glaube ja. Nee, doch, E-Book, ja, das brauche ich hier nicht. Alter Falter, das waren nur drei Gegner, aber... Leute, ich hasse unsichtbare Gegner, die sind so assi. Oh, ich hasse diese einfach nur in jedem Spiel. Das speichere ich mir jetzt einfach mal. Boah, wie ich unsichtbare Gegner nur hasse, ey. Na gut, wo sollen wir überhaupt lang? Ich hab keine Ahnung. Ich, weiß nicht, hier? Ich geh mal nach oben. Ich hab zwar... Ah, warte mal. Ach doch, dann... Ja, nach oben. Okay, wunderbar. Saxon, you read me? There's no way I can land this thing. They're all over the rooftop. Oh, hell. Is that a box guard? Shit! Stay in a holding pattern. I'll clear them out. Just don't go without me. Are you kidding? You see the mess you got me into? You better stay alive so I can kill you myself. Da ich nicht so ganz wunderbar Englisch kann, habe ich nur die Hälfte verstanden, was gerade gesagt wurde. Weil wieder die In... Die Untertitel sind wieder so merkwürdig halbwegs dargestellt. Oh, das ist ein Gegner. Weil natürlich hier schöne Porte spielt, ne? Ich wiederhole mich immer wieder, aber ihr wisst es mittlerweile hoffentlich. So, geh pennen. Alter, was war das denn? Ich hab nur noch 9 HP! Das kam da daneben an. Alter Falter, was hab ich denn da gerade vernichtet fast? 9 HP, Leute. Was? Ihre Gesundheit ist niedrig. Sind Sie sicher, dass Sie speichern wollen? Laber doch nicht. Natürlich will ich speichern. Ihre Gesundheit ist niedrig. Wollen Sie mal speichern? Blöder? Nimm. 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 West ist da. Genau wie die Gegner. Na, Glückwunsch. Gut. Auf den Boden. Sagt auf den Boden. Tschüss. Ja, da wirst du schläfrig. So, wo ist denn der nächste? Der nächste. Da. Ah. Den hole ich mir. Oh, hallo.
So macht man das. So macht er dann Profi. Ah, ich muss auch hier eh hoch. Von daher speichern. Ja, die Area habe ich ja wunderbar geklärt. So, auf zum Dach. Ach, sieh mal, Alter. Jetzt müssen wir sogar storybedingt hier hoch. Alex, you got a gunship inbound. Already on it. Wisst ihr noch, wie ich hier einmal hier war? Und mich gewundert habe, warum wir hierher sollen? Ja, jetzt, ne? Komm her. Willst du mich verarschen, dass ich den nicht getroffen habe? Muss ich wieder was kaufen, ey. Wow, ich habe ja voll viel Geld. So, dann kaufe ich mal hier. Nee, Muni hätte ich gebraucht. Muni! Da. Wow, 5 Schuss. Geil. Gut, ich hätte aber gerne auch einen Riegel. Ah, das ist... So, 2, da habe ich voll. Kaufe ich noch einen extra. Ach komm, hier. Ja, komm, ich kauf mir noch ein Bier. Ach komm, ich zieh Kauf. Ich brauche halt einfach mal ein bisschen hier Stoff. So. Erstmal hier, zack, zack. Und dann... Zack, zack, zack. So ein bisschen saufen hier. Dann hab ich auch mehr Power. Ja, Leute. Alkohol und Bier geben halt Rüstung. Viel. What the fuck? Das ist ein Riesenroboter. What the fuck? Au. Ah. Tschüss. Das ist der erste. So. Come out, shitbird. Schnauze. Oh Gott, Granate. Ach ja. Ich wollte eigentlich jetzt nicht so hier zeigen, dass ich da bin. Habt ihr diesen riesen Roboter da am Ende gesehen? Ah! Hihi. Da kommt die her? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sind 2! Das sind 3! Scheiße! So, friss, friss einfach das Scheiß. Hey, wait. Come out, shitbird! Ah, die Fräse! Hat er sich selbst gestunt? Der ist so nicht, ey. Was? Ich komme in Frieden? Komm ich doch gar nicht. Hallo? Warum werde ich ertroffen? Ich bin in Verteidigung. Ja, komm her, guck mal. Guck mich mal an. Guck mich an, mein Freund. Ja, genau. Kommst du hier hoch? Der kommt hier hoch. Der kommt tatsächlich hier hoch. Bevor du die Granate wirst. So, jetzt sollte ich mir mal... Ich könnte mal eine EMP-Granate gebrauchen. Hat du noch so viel Geld? Ah, ich habe nur noch 6 Credits, ey. Fuck, ich kann mir gerade eben... Ah, Mano! Was kostet eine EMP-Granate? 200, willst mich verarschen? Ja, guten Tag, ey. Aber da das Ding sowieso kein Lebnis auch Viech ist, benutze ich einfach mal hier richtige Granaten. Tatsächlich, das ist ja eh kein Mensch. Da nutze ich dann jetzt einfach mal für hier scharfe Waffen. Ganz ehrlich, ey. Ich, wow, ja, genau, komm hier mit Raketen.
Muss sagen, Pistole beschwert dich wirklich. Wie der mich einfach draußen trifft, ey! Soll ich scheiße? Soll ich scheiße? Hallo! Lass ihn nach! Ja, ist richtig! Ist richtig! Also ich bin unsichtbar quasi, also man sieht mich nicht und du kriegst mich trotzdem. Ist richtig, Digga, ist richtig, ey. Oh, pass auf, ey, für dich hab ich was. Was? Warum hat er mich... warum hat er das eben nicht gespeichert? Ach komm, ich hab eben auf die Speichertaste gedrückt, ey. Saved er das nicht? Oh, ey, sowas hasse ich, ey. Wenn ich die Speichertaste drücke und der das einfach nicht saved. Oh, sowas hasse ich einfach. Fall um. Danke. Tschüss. Guck mal hinten. Tschüss. Gerade Speichertaste gedrückt und der sagt nö. So, hier, speichern. Danke. Ist das doppelt gespeichert. Wahnsinn, ey. So, jetzt hätte ich gerne nochmal hier meine tödlichen Sachen. Schrotflinte? Ja. Wollte ich jetzt gerade nicht nutzen. Komm nämlich hier, warte mal, ich hab doch... Warte mal, ich hab doch hier noch mein... genau, das Ding hier. Kann ich denn hier nicht da... Die nehme ich doch sowieso so selten. Komm, mal so. Einmal nachladen, bitte. So. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Hallo, ich bin von Teil. Ich bin gestellt, Junge. Kann ich hier mal erlauben? Was gibt's hier nochmal? PDA. Bitte bedenken Sie. Also, warte mal. So. Und erstmal hier, was? Ja, doch, genau. Ans Wartungspersonal. Bitte bedenken Sie, dass viele unserer prominentesten Gäste unser Hotel über den Helikopterlandeplatz auf dem Dach erreichen. Diesen Bereich sauber und ordentlich zu halten ist dementsprechend ebenso wichtig wie all die anderen Bereiche von Hotel Etana, inklusive der Lobby. Was bin ich da? Diverse Gäste haben sich über Dreck und Reinigungsmaterial auf dem Dach beschwert. Alle überschüssigen Materialien sollten im Wartungsbereich auf dem Dach gelagert werden. Das Passwort lautet 9697. Bitte achten Sie darauf, dass Sie diesem Bereich zusätzliche Aufmerksamkeit schenken, damit wir bei ankommenden Gästen den bestmöglichen Eindruck hinterlassen können. Freundlichen Grüßen, Gäste, Versorgung, Hotel Etana. Tja. So. Mal speichern. Wow. Schießen. Ich glaube, das kann ich vergessen. Wie mache ich den Platz? Da bin ich nicht mehr. Und Granaten. Wahnsinn, wie die Granaten treffen. Wahnsinn. Ich bin mal kurz woanders. Tschüss.
Gott, wie mache ich den nur platt? Halt die Fräse, ja, ich will speichern. Wie mache ich den nur platt? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yay! Consider that my resignation. Geil. Wir haben ihn tatsächlich auseinandergenommen. Yes, Mensch. Geht doch. Hohe Gewalt muss halt auch manchmal sein. So, kann ich denn jetzt hier mitfahren? Fliegen? An diesem Ort reisen australische... Was? Nee, Australien. Sämtliche noch offene Nebenmissionen werden hierbei abgebrochen. Ich hab eh alle fertig, von daher... Let's fly! Ich bin ein Party fürs Spiel. So where are we headed? Australia. Canberra. Look for the Zafir Biotech building. Okay, strap in. Don't expect an in-flight movie, okay? Him in your sights. Why is he still alive? Saxon had help. Next time he won't be so lucky. We can't tolerate further interference. We're almost ready to go public. It is critical we proceed without incident. The failure was mine, Commander. It won't happen again. Ben Saxon will die. Bitte was? Ich wollte es hier eigentlich drei Parts aufnehmen, Leute. Wie Fortsetzung folgt. Ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Leute, das Spiel ist durchgespielt. Leute, ich... Nee, ne? Ich hätte erst gedacht, dass wir es nach Australien reisen. Hallo? Was soll denn das? Bin gerade sehr, sehr, sehr verwirrt. Also Moment mal, Moment kurz. Als erst einmal muss ich sagen, ich finde das Ende sehr überraschend. Ich, den, den wir gerade gesehen haben, der uns ja töten will, das ist unser Kollege, den wir dachten, dass er tot was sei. Warum auch immer er uns töten will, ich habe keine Ahnung, werden wir auch gar nicht erfahren, denn, ja, das Spiel ist durchgespielt. Ich hätte jetzt echt schwören können, dass wir noch nach Australien reisen werden. Aber fassen wir mal Folgendes zusammen. Mini-Fazit, was ich jetzt ab sofort bei jedem Display-Projekt in den Credits machen werde. Das Spiel sollte eigentlich noch DLCs bekommen, wo halt die Story weiter erzählt wird. Gibt aber nichts. Des Weiteren, der Nachfolger ist Human Revolution, den habe ich auch schon Let's-Played. Ansonsten, zu diesem Spiel, sehr kurz. Ansonsten richtig cool. Wie Human Revolution, wirklich super gemachtes Spiel. Das Einzige, was mich halt stört, ist der Port. Der Port von dem iOS auf dem PC, der ist miserabel.
was meine Performance natürlich widerspiegelt, sei es ein Untertitel, Lags und Soundloops und hast nicht gesehen. Storymäßig ist das Spiel richtig schön. Ich finde halt einfach nur, dass das Ende einfach nur schade ist. Ich meine, ein Ende zu gestalten, damit man es mit DLCs weiterversorgen kann, das Spiel. Schön und gut, aber dann sollte auch bitte DLCs auch rauskommen, die leider nicht rauskamen. Wie gesagt, ich finde das Spiel an sich schön. Aber Leute, kauft es euch lieber nicht, weil auf dem PC ist es ein scheiß Port. Das ist fast unspielbar. Bugs hat es auch schon, wie man in meinem Display sehen konnte. Wenn ihr das Spiel wirklich unbedingt spielen wollt, dann holt euch einfach die iOS-Version. Ich glaube, die ist sogar kostenlos. Die ist auch besser programmiert, storymäßig, inhaltlich genau gleich. Spiel lieber die Version als die PC-Version, weil die PC-Version, die ist... Ja, ihr seht, Version 1.0 wurde weder geupdatet, noch kam irgendwie sonst was dazu. Die PC-Version ist einfach ein Scheiß-Port. Das kann ich einfach... ich weiß nicht, wie man sowas durchgehen lassen kann. Vor allem auch steuerungsmäßig, das ist einfach eine Qual teilweise. Wie gesagt, wir haben damit Deus Ex Default durch. Leider mit einem offenen Ende, was auch mit Human Revolution, der Nachfolger, nicht geklärt wird. Könnt ihr euch aber sehr ins Herz legen, falls ihr das Spiel, habe ich mit DLC auf Let's Play anschauen wollt, ist ein bisschen älter. Ich war da noch sehr, sehr unerfahren im Let's Play Business. Und vielleicht mache ich mal ein Re-Let's Play, mal schauen. Dann aber mit der Director's Cut Version vom Spiel. Mal schauen. Wenn genug Leute in diesem Video und in den Kommentaren schreiben, ja, macht mal ein Re-Let's Play mit der Director's Cut Version, dann werde ich auf jeden Fall eins machen. Andernfalls, mal schauen. Hier steht zwar mehr Inhalte, aber das sind halt so Sachen wie... Oder kann ich es mir anschauen? Ja, genau. Dann sieht man diesen Satz. Aber, ja. Die Geschichte ging leider dann doch nicht weiter, wie ihr mitkriegt. Schade, weil ich finde Sachen, gerade bei Serien und Spielen im laufenden Ende, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ja. Das war Deus Ex The Fall. Das nächste Let's Play, was ich noch nicht weiß, was er sein wird, wird die Tage starten. Bleibt gespannt, schaut auf meinem Kanal, wenn ihr das nächste Let's Play anschauen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ja, genau, wann mal die Ausstellung. Das will ich euch hier auch noch präsentieren. Da haben wir hier die ID-Akten im Spiel gesammelt. So, gesperrt, ja, schauen wir mal, hier Anna Kelso, können wir uns hier, ja, ganze Charaktere anschauen, die wir durch die ID-Akten quasi freigeschaltet haben. Alex Vega, ja, schön. Sam Duarte, der uns tot sehen will. Warum auch immer. Warum auch immer der nur lebt. Gesperrt. Barrett. Fedorova. Ja, die ist ja auch, ne, fast bildhübsch, wenn man die Frisur mal wegdenkt. Und da, pass auf. Alvarez. Der Doktor. Michael, der kommt gerade irgendwie nicht wirklich bekannt vor. Keine Ahnung. Camilla, ja, die kennen wir ja aus der Lippenklinik. Cobra, ja. Spec Ops, die wir ja bekämpft haben. Gesperrt. Gesperrt. Boxguard. Ja, unser quasi Endgegner, kann man ja schon sagen, den wir gerade kennengelernt haben.
Robot should be moving at the least every 21 days. Merkt euch das. Dann der Sentry. Was haben wir denn noch hier? Das Panama Corp. Cop. Ja. Hallo. Dann Riot Cop. Panama Gangster. Ja. Sehr schön. So, dann Diego. Der kommt mir aber auch gerade. Ach ja, klar, das war der Gangster-Boss, genau. Bodyguard. Stripperin. Geile Mucke. Oh, gesperrt. Ja, und dann sind wir wieder bei Anna Kelso, die irgendwie eine Mini-Rolle eingenommen hat im Spiel. Ich, ja, keine Ahnung. Ja, das war Deus Ex The Fall. Wie gesagt, weiter geht es bei einem nächsten Let's Play Projekt auf meinem Kanal. Bleibt gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war dieses Let's Play. Tschüss.